Gestern Ostersonntag war ein Tag, an dem man sich so tump und benebelt fühlte, dass man nichts produzieren konnte, nur denken, Gedanken kreisen, grübeln, nicht im Schritt zur Passage all Écrit. Heute ist auch noch ein Rest davon da. Die Verzweiflung. Jetzt hast du doch die ganze Struktur so weit verstanden. Zum Beispiel, warum dieses Begreifen nicht sein darf, damit stattdessen etwas anderes geschehe, warum diese Konfrontation des Wissens um das Wissen des Tödlichen notwendig ist, damit diese Beschleunigungsaktionen stattfinden und ein solches unglaubliches verwickeltes Wesen wie das Schizospaltwesen seine Übererfolgreichheit und seine bohrenden Versuche erst beginnen konnte. Aber das bringt dich immer noch keinen Schritt weiter zu der Grundfrage, wie in diesen Alchemien die Zauberformel durch Verhinderung dessen, was nicht sein darf, zu erzielen wäre, oder wenigstens die Begründung, warum diese Formel nicht legitim ist und nicht gefunden werden darf, denn denkt man es bis zum Ende, siehe das letzte Video, was geschehe, wenn dies zu verhindern wäre, dann gäbe es eine Metasprache entgegen des Verdikts von Lacan. Es ist irgendwie klar, dass die komplexere, universale Struktur eines biologischen, sich selbst immer wieder reparierenden und reorganisierenden Formzustandsfeldes, nennen wir es mal. Ist es klar, dass es sich immer wieder auswechseln muss? Das Gegenbeispiel sind die Quallen, die sich nicht wieder auswechseln müssen, sondern praktisch ewig leben, wenn sie nicht zerquetscht werden. Aber nach dem sexuellen Crossing Over jedenfalls ausgewechselt werden muss, damit die beschleunigten Neuerfindungen dieser Plasmidaustauschungen in alle primären Einzelzellen neu verteilt würden. Also muss das auf die Stammzellenebene zurückkehren und der Tod in Kauf genommen werden. Aber die Grundfrage bleibt dennoch, ob eine komplexe Struktur, die praktisch wie Gischt an der Oberfläche eines Ozeans oben aufschwimmt, das Interferenzmuster, das Vibratorische, das noch mehr Oszillierende in Überlagerung längerwelligerer Wellen darstellt, ob dies nicht immer wieder zeitweilig auf die Basalebene, auf die Basalmembran, auf die Hauptschwingung, die Hauptwellenlänge eben zurückkehren muss, geglättet werden muss, um später dann erst wieder ihre Kapriolen, ihre Kringelungen, ihre
komplexen, verschlungenen Mandelbrotkräuselungen zu erzeugen. Denn wie in diesem schönen Bild des japanischen Malers vom Tsunami, der eine Kralle ist, mit Ausfranzungen wie die Haare Einsteins, ist es ja klar, dass nur so eine überwältigende Kadenz, die sich aufbäumt über dem Basalniveau, irgendwann brechen muss, um ihren Paukenschlag, ihre Kadenz rüberzubringen in Kontrastierung zur Oberfläche. Aber wen könnte das befriedigen, zu wissen, dass der lebende Knochen, dass das lebende Holz des Baums wieder, immer wieder in das Calciumgebälkgerüst zurückkehren muss und die komplexe Struktur, weil es eben kein Meta-Aufzeichnungs-, keine Metasprache gibt, wie diese Scharlatane sich vormachen, eines schizo abgespaltenen Geistes, der angeblich über dem Körperlichen, da müsste er über der Form, über der Materie schweben, die Materie, die ja nur die Form ist. Es müsste eine Metaform über der Form geben. Aber Form ist Form. Gibt nur einen Gesamtenergiezustand mit diesem dummen Begriff der Energie vorgestellt als wahnsinnig schnell sich bewegender Ozean der Wellenmuster. Und nichts kommt aus diesem Bottich heraus oder kann bis auf ein paar Brechungswellen sich länger über der Oberfläche halten. Das zu wissen, ist nicht sehr erquicklich.